Wie versprochen, dürfen wir Ihnen einen groben Überblick über unsere Gespräche heute geben. Wir haben eigentlich einen sehr ähnlichen Blick darauf, welche Herausforderungen auf die Republik Österreich zukommen, welche Themen von einer neuen Regierung angegangen werden müssen. Wenig überraschend für Sie wird das zum ersten Mal das Thema des Wirtschaftsabschwungs sein, den wir gerade in Deutschland und anderen europäischen Ländern erleben, wo sich natürlich für uns die Frage stellt, was können und müssen wir tun als Republik Österreich, um sowohl den Standort als auch den Sozialstaat möglichst abzusichern und alles zu tun, damit die Menschen in unserem Land auch in einer Zeit, in der die Konjunktur sich eintrübt, weiterhin Arbeit haben und die Arbeitslosigkeit nicht steigt. Darüber hinaus gibt es natürlich das Thema der Klimakrise zu lösen und die Frage, welchen Beitrag können wir als Republik Österreich leisten, um dagegen anzukämpfen. Eine Herausforderung, die nach wie vor besteht, ist die illegale Migration. Gerade die Situation in Syrien, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt führt dazu, dass sich immer noch Menschen auf den Weg nach Europa machen, immer noch Menschen im Mittelmeer ertrinken, immer noch die Schlepper unglaubliches Geschäft damit machen. Und da muss natürlich eine neue Bundesregierung auch konsequent gegen diese Formen der illegalen Migration ankämpfen. Wir haben darüber hinaus das Thema der Bildung identifiziert, wo es sowohl den Grünen als auch uns ein Anliegen ist, einen Schwerpunkt zu setzen, damit auch wirklich alle Kinder und Jugendlichen in Österreich eine bestmögliche Ausbildung erhalten und ihren Beitrag dann am österreichischen Arbeitsmarkt leisten können. Und zu guter Letzt das Thema der Transparenz. Nach dem Ibiza-Video zu Recht ein viel diskutiertes Thema in Österreich. Was kann eine neue Bundesregierung tun, damit nicht nur Parteien, sondern das öffentliche System, unser Staat als solches, als Ganzes transparenter wird? Da gibt es einige Ideen, die wir ausgetauscht und besprochen haben. Aber zusammengefasst kann ich Ihnen sagen, dass es eine sehr ähnliche Einschätzung gibt von Grüner als auch von unserer Seite, dass das fünf Themen sind, mit denen sich eine zukünftige Bundesregierung primär beschäftigen wird müssen, neben vielen anderen Themen darüber hinaus. Und wir sind gerade dabei, diese, aber natürlich auch andere Themen im Rahmen dieser Sondierungsphase zu diskutieren. Bitte gehen Sie da die Schritte nicht zu schnell. Es spricht hier keiner von einem Koalitionsübereinkommen und es gibt auch keine Regierungsverhandlungen. Wir sind in einer Sondierungsphase. Wir müssen als Volkspartei eine Entscheidung treffen, mit welcher Partei wir in Regierungsverhandlungen einsteigen wollen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Freiheitlichen haben ja angekündigt, dass sie nicht bereitstehen, Regierungsverhandlungen zu führen, sondern sich auf die Opposition vorbereiten, aber die Sozialdemokratie zum Beispiel hat klar gesagt, dass sie für Regierungsverhandlungen bereit sind. Mit den Grünen haben wir uns absichtlich mehr Zeit genommen für diese Sondierungsphase. Und da war es wichtig, einmal abzustecken, wie ist denn der wechselseitige Blick überhaupt auf die großen Rahmenbedingungen, auf die internationalen Trends und was bedeutet das an Aufgaben für die nächste Bundesregierung. Und da bin ich froh, dass der Blick da ein ähnlicher ist und eigentlich man sehr ähnliche Vorstellungen hat, wo die großen Herausforderungen für die Republik Österreich in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach liegen werden. Das ist ja auch die spannende Vorfrage, die geklärt werden muss, nämlich können zwei Parteien, die sehr unterschiedlich sind, überhaupt gemeinsam regieren oder gemeinsam Regierungsverhandlungen führen? Das ist eine wichtige Vorfrage, die in diesen Sondierungsgesprächen geklärt werden muss. Es ist natürlich schon eine demokratiepolitische Notwendigkeit, dass auch unterschiedliche Parteien ausloten, ob sie zusammenarbeiten können. Aber Sie haben vollkommen recht, in vielen Themen haben wir unterschiedliche Zugänge. Das ist keine Überraschung. Ja, wir haben jetzt heute nicht so ausführlich über das Thema der Migration gesprochen, sondern viele Themen behandelt, so wie in den letzten Sondierungsrunden auch. Also ich würde mich da nicht auf ein Thema festlegen wollen. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich mir die Bandbreite an Themen anschaue, von der Wirtschaftspolitik über die Migrationspolitik bis hin zur Klimapolitik, gibt es da ja sehr große Unterschiede zwischen den Grünen und der Volkspartei. Daher auch die ausführliche Sondierungsphase und die Frage, kann das überhaupt funktionieren, hier in Regierungsverhandlungen einzutreten? Ist es überhaupt möglich, dass sehr unterschiedliche Parteien miteinander regieren können?